Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Dark Souls 3 mit Mr. Merp. Wir sind mal wieder an einer etwas verzwackten Stelle. Boah, ey, Nerv. Wir müssen eigentlich so nah wie geht an den Feind ran, damit wir mit unseren wenigen Pfeilen, die wir noch haben, so viel Schaden wie möglich machen. Der. Da ist er. Oh, da war doch noch ein anderer. Ist das nicht einer? Ein bisschen niedriger zielen, da bewegt sich doch was. Keine Ahnung. Geh mal erstmal auf den hier, der nervt sowieso. Nein, 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 nein. Oh! Es darf einfach. Ey, ich fasse es nicht, ey. Ich krieg hier noch eine Krise an der Stelle. Ohne Witz, ich krieg an der Stelle noch eine Krise. Meine Güte, ey. Vielleicht soll ich einfach nur stumpf durchrennen und einfach sagen, so, ja, scheiß drauf. Schießt halt, wenn ihr könnt, so nach dem Motto. Es ist doch nicht wahr. Ey, diese Stelle, die ist einfach nur so krass. Der trifft dich halt einmal, der Rückschlag, der fetzt dich halt runter. Und ich wette, er würde mich auch runterfetzen, wenn ich es mit dem Schild abwehren wollen würde. Weil der Rückschlag einfach so mächtig ist. Und jetzt haben wir schon wieder 50 Pfeile verballert. Und haben wieder nichts in der Tasche. Eieieiei. So. Jetzt sind wir hier. Und ich werde jetzt einfach wieder durchrennen und mein Zeug holen. Aber dann weiß ich noch nicht, was ich danach mache. Dann treffe ich Entscheidungen. Diese Entscheidungen können aggressiv und blutig sein. Und dumm. Alles miteinander. Das möchte ich an der Stelle angedeutet haben oder gesagt haben. Ja, und jetzt haben wir unser Zeug und jetzt bin ich wieder mal ratlos. Oh, komm her, du Mistkerl. So. So leicht können die sein, wenn sie mal nicht schießen dürfen, die Mistkerle. Was? Ja, nix, klar. Ich war ja nur schon ausgewichen, ne? Ja, stirb halt einfach. Meine Fresse, ey. Irgendwann ist auch gut. Ach Gott, da ist ja noch einer. Ey, wisst ihr eigentlich, dass ihr mein Hassobjekt Nummer 1 seid? Ja! Weißt du was? Du hast es dir verdient, dass ich dich jetzt weglame. Oh. Ja, so viel dazu. Au. Nee, das bringt so nichts. Der ist einfach total über, was das Schießen angeht. Ja, und die Waffen wechseln kann auch wie so ein Blitz. Ja, ja, ja. Oh,
Ah, meine Fresse, ey. Gut, ich meine, die droppen jetzt alle große Titanitscherben. Ich meine, für irgendwas müssen die ja gut sein. Damit man als Spieler nicht völlig am Rad dreht. Was ist denn das jetzt hier für eine Ecke? Hallo? Gibt's hier irgendwas? Oder bin ich... Nee, hier gibt's nichts. Ach, wie schön. Oder auch nicht. Nochmal zwei. Boom, Headshot. Oh. Ja, kommst du oder willst du ihn einfach nur rumlangweilen? Aua. Ja, der Herr kann einfach mal rumschlagen. So. Ach da, der droppt jetzt wieder nur eine kleine. Sowas liebe ich ja. So, an den schleiche ich mich jetzt mal an. Und versuche es. Ja, ist klar. Hat natürlich wieder mal nicht geklappt. Backstabben. Oh, Gott, ist ein Lanzenheini. Na, okay, erwischt. War mal ein Lanzenheini. Wieder eine kleine bloß. So, ich möchte eigentlich jetzt dann doch noch den letzten töten. Jetzt schlägt die Gier zu. Murps Hirn macht zu. Weil die droppen ja so toll. Und ich finde, das haben wir uns wirklich verdient. Das hätten wir uns redlich verdient. Von dem Schweinehund auch noch was zu kriegen. So, jetzt warte ich einfach ganz kurz, bis er uns vergessen hat. Dann bekommt er nochmal einen Headshot. Den lame ich jetzt weg. Das hat er sich verdient. Kann ich ihn eigentlich anvisieren? Nee, kann ich nicht. So. Wir haben so viele Pfeile verschwendet. Wisst ihr was? Ich probiere jetzt nochmal so einen Finsterpfeil. Ne? Also einfach nur, weil ich es wissen will. Ich möchte jetzt auf Nummer sicher gehen. Ich möchte wissen, was passiert, wenn ich jetzt mit so einem Finsternispfeil ihm in den Schädel schieße. Okay, es macht Schaden, aber es macht sehr viel weniger Schaden, als wenn ich jetzt normale Pfeile schießen würde. Also wir haben vorhin potenziell Schaden gemacht, aber die haben eine sehr, sehr hohe Dunkelheitsresistenz oder Finsternisresistenz. Was ja auch irgendwie Sinn macht bei diesen Rittern, aber das Problem ist halt, ich stelle mir halt immer wieder die Frage, was hat in diesem Spiel halt keine Finsternisresistenz, ne? Also es war ja eigentlich auch schon immer in Dark Souls so, dass es ganz wenige Bosse gab, die das nicht hatten. Schießt immer noch. Hat aufgehört. Gut. LOL! Tja. Spieß umgedreht, ne? Schade. Ist nur, dass wir den Drop jetzt nicht kriegen, ne? Das ist das Einzige, was jetzt so ein bisschen schade ist. Gut, wir sind jetzt endlich... Hier weiter. Mein Gott, ich habe schon gedacht, ich erlebe es nicht mehr. Ich habe schon gedacht, wir schaffen das niemals. Ja gut, manchmal muss man einfach durchjolon. Und sie dann verdreschen. Für all ihre Gemeinheiten. Ach Gott, da drin ist wieder irgendwas Gemeines. Hatte ich eine Sekunde lang gehofft, dass wir irgendwas Schönes finden. Moment, guckt euch das mal an. Die Abkürzung. Ja!
Das hier ist die Abkürzung. Ich laufe hier trotzdem erstmal außen rum. Ja, ich wusste doch, warum ich außen rum laufe. Große Titanitscherbe. Da können wir jetzt eine Abkürzung freischalten. Halleluja. Hier ist sonst nichts mehr. Gutes Problem ist, wenn man jetzt da unten schon war, wo wir jetzt, also in dem wässrigen Grab, nenne ich es jetzt einfach mal, dann ist diese Abkürzung jetzt hier nur noch halb so spannend. Aber man kann es theoretisch jetzt ohne Feindkontakt schaffen, da hochzukommen, oder? Ja, wobei, es stimmt nicht ganz. Da oben stehen ja auch Bogenschützen. Also wir haben hier ja einen getötet, ne? Hier, zwei sogar. Dann weiß ich nicht, was diese Abkürzung jetzt bringen soll. Hängt das Ganze davon ab, was uns jetzt hier erwartet. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Aber ein ganz mieses. Da drüben ist irgendwas. Was ist das hier? Ja, Visionen von Leuchtfeuer. Absolut richtig. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass hier ein Leuchtfeuer ist. Illusion voraus. Was? Ha! Cool. Good to know. Und was ist das da drüben? Irgendetwas kann man hier aktivieren. Und hier gab es nicht. Gut, was ist das? Was geheim... Ich glaub dem Typen doch kein Wort, dass das hier ein Geheimpfad ist. So, was tut das jetzt? Oh! Ja, senken wir... Doch, es ist in gewisser Weise ein Geheimpfad. Senken wir doch mal den gesamten Turm. Also das war, glaube ich, eher ein Trick mit diesem Spruch Geheimpfad. Der Typ, der wollte halt einfach, dass man einfach jetzt blind draufläuft und runterfällt, ne? Das ist keine geheime Wand. Gut, ich meine, solche, wir senken den ganzen Turm durch den Hebel. Sachen gab es ja auch schon in den alten Dark Souls-Teilen, ne? So ist es ja nicht. Die Frage ist bloß, was bringt mir das jetzt? Jetzt scheint das Ganze hier ja dann doch so ein bisschen da hochzuführen, oder? Muss ich das jetzt umschalten? Ist ja auch überhaupt nicht gefährlich, da zu laufen, ne? Das Ding zu schieben und vielleicht abzurutschen. Ach komm schon, gib mir doch ein Leuchtfeuer. Einfach cool gemacht. Gebt mir doch ein Leuchtfeuer, Lee. Das sieht ihr... Au, oh, da ist ein Leuchtfeuer. Sehr gut. Anor Londo. Das sieht hier sehr, sehr prominent aus. So, jetzt erstmal hinsetzen. Dann sind wir sozusagen jetzt erstmal wieder safe. Was steht denn da? Duo voraus. Ja. Gut, ich meine, kann jetzt nicht so schlimm sein. Es sei denn, ich irre mich. Wow. Au. Ja. Ist klar. Oh, da ist der andere. Hahaha. Oh, scheiße. Au. Ey, ich mag es überhaupt nicht, was sie da tut. Nein, nein, nein! Boah, ey.
Oh! Au! Das war knapp. Ist klar. Der hat ja gerade eben noch irgendwas anderes getan gehabt, ne? Ist ja nicht so, dass man dann irgendwie auch mal ausruhen sollte. Nö, ist überhaupt nicht so. So, habe ich euch. Eiskalt erwischt. Silberritterrüstung und kleine Titanitscherbe. Und nochmal eine kleine Titanitscherbe. Ella Badge. Und jetzt will ich wissen, was da oben ist. Richtiger Moment und so, ne? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Hey, was liegt denn da? Große Seele eines kampfesmüden Kriegers. Schauen uns auch mal hier noch die anderen Ecken an. Man weiß hier nie, was da so rumgammelt. Oh Gott. Der hat leuchtende Augen. Der will mir damit sagen, er ist der Chef. Oh nein. Nein, eine Vorrichtung verschließt das Ding. Ist hier auch so eine Sorte von dir? Bis jetzt sehe ich das nicht. Ich schaue mich trotzdem erstmal ganz unverbindlich um. Was ist denn das? Das schreit ja geradezu nach Geheimgang. Tja. Leider schreit es nur in meinem Ohr und nicht im Ohr der Entwickler danach. Und wo kommen wir jetzt hin? Da liegt auf jeden Fall irgendwas. Droht voraus, deshalb Hilfe. Kohle der Riesen. Der ist schon ziemlich tot. Da brauchen wir nicht mehr draufschlagen. Boah, ey, wie versifft der Turm ist. Aha. Ist ja auch gar nicht so, dass man überhaupt keine Sicht hat. Was zur Hölle? Da unten sind schon wieder irgendwelche Typen mit leuchtenden Augen. Was ist das jetzt hier schon wieder? Versuch zerstören. Visionen von Durchbruch, aber unmöglich. Ah, okay. Da vorne geht's offensichtlich zu einem Boss und es wurde auch gerade eben bei mir wieder gespeichert, beziehungsweise der letzte Stand wurde gesichert. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das deutet eigentlich darauf hin, dass wieder irgendwas mit Finstergeist stattfindet, aber wir sind ja nicht mit Glut unterwegs, deswegen kann da keiner kommen. Jetzt gucken wir mal. Ach, ich hasse diese Typen. Zaubert der mehrfach oder zaubert der nur einmal? Uiuiui, uiuiui. Aua. Au, hör auf damit. Oh, 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 oh. Das war knapp. Da sind irgendwo noch welche. Beweis der Eintracht. Aha. Oh Mann, wie viele von euch gibt's denn hier noch? Oh.
Wie viele von euch gibt's hier noch? Naja, in der Regel. Gott, da hat's ja noch mehr von den Viechern. Hat's auch noch ganz andere Viecher wie. Schleimis gibt's hier auch noch. Tja! Der da drüben, der versucht sich gerade eben am Umdekorieren dieser komischen, dreckigen Säule. Vielleicht versucht er sie zu säubern. Wir wissen es nicht. Vielleicht erfahren wir es beim nächsten Mal in Dark Souls 3 mit mir, dem Mr. Merp. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.